Wie wird man eigentlich Kartenberater, Kartenlegerin? Diese Frage hat mir die Tatjana gestellt in einem der Kommentare. Vielen Dank, Tatjana. Übrigens, das geht für euch alle. Ihr dürft mir gerne jederzeit Fragen stellen oder auch kommentieren, wie ihr denn meine persönliche Meinung zu den Karten so auffasst. Und ich finde es ein interessantes Thema, weil ich denke, bestimmt wird das den einen oder den anderen berühren. Wie macht man denn das, dass man den Kartenberater, Kartenleger wird? Ja? Also ich kann natürlich jetzt nur erzählen, wie das formal geht, und ich kann auch erzählen, wie es bei mir gegangen ist. Ich bin Susanne Matzkrath-Bader, ich bin Lebensberaterin und Coach und ich bin hauptberuflich Kartenberaterin. Ich sehe mich eigentlich mehr so als Lebensberater, und mein Lieblingswerkzeug sind die Karten, ja, und ich gebe auch Kurse und so. Aber wie bin ich dazu gekommen? Also erstmal ist der formale Weg, der ist, glaube ich, überall gleich, obwohl, ob in Deutschland oder Österreich oder Südtirol oder Schweiz oder wie ihr mir halt zuschaut, ja. Also ihr müsst halt jetzt in Deutschland, weiß ich das eben, zur Gemeinde oder zur Stadt gehen und ein Gewerbe anmelden. Und das heißt halt dann eben Lebensberatung und Coaching oder Kartomane oder was weiß ich, Tarotkartenlegerin, ist es egal. Da gibt's, die helfen euch ja auf der Gemeinde oder auf der Stadt, dann zahlt ihr das. Ja, dann braucht ihr als nächstes ein bisschen Marketing, weil nur weil ihr ein Gewerbe angemeldet habt, passiert da ja so noch nicht viel, kommen noch nicht viele Leute. Und ihr müsst euch auch ein bisschen mit Buchhaltung auskennen, weil ihr müsst auch mit dem Finanzamt sozusagen abrechnen können. Okay, also das sind mal die normalen, formalen Voraussetzungen, und das kann eigentlich jeder machen. Aber natürlich wird nicht jeder auf dieser Erde Kartenberater oder fühlt sich dazu berufen, okay? Also, es ist mal die Frage, wie komme ich denn überhaupt, sagen wir mal, auf diese Schiene, in dieses spirituellen, heilerischen, feinstofflichen, therapeutischen, beraterischen Bereich tätig werden zu wollen. Also für mich, nach meinem Empfinden, ist es so, dass Menschen einfach mit ganz unterschiedlichen Fähigkeiten und Gaben auf die Erde kommen. Ja, also wie wenn es da so verschiedene, sagen wir mal, Ströme gibt, ja, und die einen, das sind eben die Tüftler und die Erfinder, und die wollen ihr ganzes Leben eigentlich immer tüfteln und irgendwas erfinden, sind sehr wichtig, diese Menschen, gell, weil ohne die gäbe es zum Beispiel kein Rad oder kein Internet oder kein Kühlschrank oder so, perfekt, ja. Es gibt aber andere Menschen, die wollen die Naturwissenschaft untersuchen, ja, das sind die ganzen Physiker, die Chemiker, die Biologen, die MTAs, die sich einfach mit Naturgesetzen befassen, mit dem Leben, wie das hier rein materiell funktioniert. Auch total okay, ja. Wieder andere wollen sich einfach, wie soll man sagen, künstlerisch ausdrücken oder sportlich oder musisch. Und wieder andere, das sind die geborenen Kaufleute, ja, die können einfach gut Produkte mit einer großen Begeisterungsfähigkeit dem anderen vorstellen, Dienstleistungen verkaufen. Und so hat jeder sozusagen, ja, von Geburt an schon, ja, ein Strahl, ein Strom, wo er geboren ist. Und jetzt ihr mir hier zuschaut, dann seid ihr garantiert im gleichen Strom geboren wie ich. Nämlich in diesem, sagen wir mal, ich habe es vorher schon gesagt, in diesem spirituellen, feinstofflich heilerischen Strom, wo es nicht jetzt um die Naturgesetze geht zum Beispiel, sondern um die Gesetze hinter diesen Naturgesetzen, wo es um die Metaphysik geht, wo es um die größeren Zusammenhänge geht, wo es um den Sinn des Lebens geht, wo man einfach versucht, Dinge noch zu integrieren, die wir mit unseren normalen Augen, mit unseren normalen Ohren nicht wahrnehmen können, mit unseren normalen Sinnen. Okay? Gut. Also, man braucht eine Affinität zu dem Thema. Das wollte ich damit sagen. Affinität ist, dass ihr euch einfach dafür interessiert. Wie ich das so mitkriege da draußen, die meisten Menschen, die zu mir in Kursen kommen, die sagen, Menschenskinder, ich habe schon in jungen Jahren irgendwie Erfahrung mit den Karten gemacht. Also ich war bei einer Kartenberatung, das hat mir umgehauen, das war wow, und dann war ich infiziert und wollte das auch. Oder ich habe ein Kartendeck geschenkt bekommen, ich weiß gar nicht warum. Die allermeisten erzählen mir auch, dass sie sich nicht nur fürs Kartenlegen interessiert haben oder interessieren, sondern sich auch da in diesem Gebiet auch auf anderen, in anderen Disziplinen versuchen oder versucht haben, ja. Sei das jetzt Numerologie, sei das Astrologie, sei das Kinesiologie, sei das irgendwie Schamanismus, sei das irgendwie Heilen, so wie Reiki oder so, könnt ihr euch ja vorstellen, ja. Da gibt's verschiedene Sachen. Und die meisten
haben also schon mehr Erfahrung in diesen Disziplinen. So war es bei mir übrigens auch. Mir hat es einfach eine wahnsinnige Freude bereitet. Bei mir kam auch dazu, dass ich einfach auch schon von immer, das hat mir keiner anerzogen, saugern gelesen habe. Ja, ich habe einfach ganz viel gelesen. Wisst ihr, früher, da gab es kein Internet, da gab es jetzt kein YouTube. Da musste man sich Informationen durch Lesen besorgen. Und ich war also da in meiner Stadt, in meiner Herkunftsstadt, wo ich herkomme, habe ich also da die komplette Bibliothek durchgelesen, was Psychologie betrifft, ja, und neben dort war Parapsychologie. Also damals hieß es noch gar nicht Spiritualität oder Lebensberatung oder Esoterik oder sonst was. Es hieß Parapsychologie. Da habe ich sehr viel gelernt über diese Hintergründe, über das Wissen, das vielleicht nicht ganz offensichtlich ist, das mir verborgen ist, und mir hat es einfach saumäßig Spaß gemacht. So, und dann habe ich halt einfach für meine nächsten Karten gelegt, also für mich, für meine Familie, für meine Freunde, für meine Arbeitskollegen. Ich hatte nämlich nebenher auch noch ein ganz normales Leben. Ich habe nämlich ganz normal Schule gemacht, ich habe Abitur, ich habe geheiratet, ich habe Kinder bekommen, ja. Und das, dieses Kartenlegen und diese anderen Dinge, die ich auch noch gemacht habe, ich habe also ganz viele Kurse in anderen Dingen auch noch gemacht, das hat mich einfach interessiert und das war sozusagen mein Hobby. Ja, und ich gehe auch davon aus, dass da draußen jetzt sehr viele bei euch auch dieses Hobby pflegen. Und ich sage euch eins, Hut ab, super, dass ihr das macht, weil in dieser Welt braucht man einfach Menschen, die eine gewisse Klarheit rüberbringen, die größere Zusammenhänge sehen, die andere beraten wollen. Ja, und wisst ihr, das ist ja nicht immer schön, weil man hört sich ja auf viel Leid an. Man muss ein großes Herz haben, man muss ein großes Verständnis haben, ja, weil es kommen ja alle Themen, die die Menschen eben leidvoll berühren, in so einer Kartenberatung zur Sprache. Ja, und es gibt eben Menschen, so wie diese, ich sage jetzt mal Hobbykartenleger, die sind da wirklich an einem guten Platz. Sie sind wie so kleine Leuchttürme, ja, und wirken halt an dem Platz, wo sie halt da gerade leben. Bei mir war das auch so. Also ich hatte die normale Tätigkeit. Ich habe übrigens immer im Vertrieb gearbeitet, weil ich einfach Menschen mag und einfach gerne mit Menschen kommuniziere. Das muss man zum Beispiel auch als Kartenleger als Grundvoraussetzung haben, gell? Dass man schon die Menschen mag und mit denen kommunizieren will. Und dann kam bei mir dazu, und das würde ich jetzt mal sagen, ist der Ruf des Lebens oder der Ruf der Seele, oder es kamen zwei Dinge dazu. Das erste war, ich habe das sehr exzessiv betrieben, ja. Also ich hatte in meiner Handtasche Karten, ich hatte neben meinem Telefon Karten, ich hatte in meiner Büroschublade Karten, und egal wo ich ging und unterwegs war, kamen die Leute auf mich zu und haben gesagt, oh, kannst du mal schnell Karten legen? Oder haben mich angerufen, du, heute Abend gehe ich aus, wie schaut denn das aus, läuft da was? Oder du, ich habe schon wieder Probleme mit dem und dem, leg mal schnell die Karten, ja. Und das ist dann inzwischen so viel geworden, dass ich gedacht habe, ja, sind das jetzt meine Freunde, weil die mich hören wollen, oder wollen die nur die Info von mir abholen? Also es hat mich mit der Zeit ein bisschen unzufrieden gemacht. Und gleichzeitig kam hinzu, das war auch ungefähr gleicher Zeitraum, dass ich mich bei meiner Arbeit nicht mehr wohlgefühlt habe. Also bei meiner normalen Arbeit, bei meiner Vertriebsarbeit. Das lag jetzt nicht unbedingt daran, dass ich die Arbeit verändert hätte, sondern dass ich mich verändert habe. Ja? Also ich habe mir irgendwie gedacht, naja, das ist ganz nett, so zum Broterwerb und so, aber hey, bis in die Rente, und die war damals nur weit, weit weg, kann ich das auf gar keinen Fall machen. Und mir war auch klar, wenn ich jetzt die Arbeitsstelle wechseln würde, dann würde das mich auch nicht mehr erfüllen, weil es einfach sich einfach nicht mehr rund angefühlt hat. Ja? Okay, und dann habe ich gedacht, guter Rat, was nun? Und dann kam mir die Idee eben, was ich jetzt am Anfang gesagt habe, ich melde jetzt einfach mal ein Gewerbe an und mache mich selbstständig. Okay, aber nicht jetzt ganz selbstständig, sondern teilselbstständig. Also sprich, Gewerbe anmelden, Webseite gemacht, ja, und versucht irgendwie Leute zu generieren. War dann gar nicht so einfach, die Freunde zu überzeugen, dass das jetzt plötzlich was kostet, ja, zumindest ein Obolus. Ich habe es dann so gemacht, dass ich die Freunde gebeten habe, bitte, wenn ihr zu mir zur Beratung kommt, bringt mir bitte dafür als Entlohnung jemand anderen, eine neue Person, und das kostet dann übrigens das und das und das. So habe ich dann meinen Umkreis vergrößert, aber das habe ich schon gemerkt, davon kann ich also jetzt mir nicht eine totale Selbstständigkeit aufbauen. Das ist zu wenig. Und dann habe ich die zweitmutigste Entscheidung, berufliche Entscheidung meines Lebens getroffen. Die zweitmutigste war, ich habe mich auf einer Laien angemeldet als Beraterin. Also eine Laien ist
so eine telefonische Hotline, die findet ihr im Internet, könnt ihr also zum Beispiel eingeben, Karten legen am Telefon und dann kommen da seitenweise Lines, die das anbieten. Also so ein Line-Betreiber ist wie so ein Portal, der hat verschiedene Berater und Beraterinnen und die Berater bieten sich dort an und sagen dann zum Beispiel, du, ich kann Tarotkarten lernen, du, ich kann Beziehungscoaching, du, ich kann Jenseitskontakte, ich kann mit deinem Tier kommunizieren, ich helfe dir bei der Trauerbegleitung, also gibt es verschiedene Möglichkeiten und der Kunde sucht sich also praktisch seinen Lieblingsberater aus oder wo er meint, der passt am besten das Profil und über die Line wird dann ein Telefonkontakt hergestellt. Ich als Berater weiß nicht, wer diese Person ist, die mich da anruft, das ist anonym, ja, und ich berate also dann da telefonisch. Ich sage deswegen, weil das die zweitmutigste Entscheidung meines Lebens war, weil das war für mich die ersten Telefonate, könnt ihr euch gar nicht vorstellen, wie ich Angst hatte, wenn das Telefon geläutet hat. Ich dachte, oh Gott, ich habe zwar Telefonberatung schon gemacht, aber was wollen denn die Leute denn da draußen wissen und kann ich das denn alles? Und wenn ich was falsch mache und da gibt es ja auch nur Bewertungen und Gott, also es war ein sehr großer Stress für mich anfangs. Und was ich da auch bemerkt habe, okay, wenn ich da so ein großes Kartenbild auslege, das dauert ja ewig, ja, also mir gefühlt kam das ewig vor, weil wenn ich ein großes Kartenbild auslege, ja gut, da brauche ich halt mal eine Minute oder so und da muss ich mich auch noch ein bisschen orientieren und ich bin über diese Line-Arbeit eigentlich dazu gekommen, nur noch ganz praktische Legungen zu machen, also nur mit kleinen Legemustern, weil auf der Line ist es so, die meisten Menschen wollen nur eine kurze Information, also die buchen Gespräche für 10 Minuten zum Beispiel, ja, oder für 15 Minuten. In 10 oder 15 Minuten, hey, da kannst du nicht so ausführlich beraten, wie jetzt zum Beispiel, wenn du eine ordentliche Coachingstunde bei mir buchst. Also bei mir ist eine Coachingstunde 45 Minuten. Ich finde, das ist ein guter Zeitrahmen. Da kann man ziemlich viel besprechen. Viel mehr kann man auch nicht mehr aufnehmen. Aber wenn halt die Leute so Fast-Food-Informationen wollen, ja, dann muss man einfach ganz genau sofort rausfinden, was ist das Problem. Und dann ein einfaches Legemuster haben, zack, 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 so ging das. Okay, so, auf dieser Line habe ich viele, viele Jahre gearbeitet und Hut ab vor allen, die da draußen Line-Arbeit machen. Das ist echt, es ist echt auch ein harter Job, weil ihr könnt euch gar nicht vorstellen, was ihr für Gespräche habt. Ja, ich habe da wirklich tausende Gespräche geführt und ich habe schöne Gespräche gehabt, erstaunliche Gespräche gehabt, furchtbare Gespräche gehabt, traurige Gespräche gehabt. Ich habe so viel erfahren über die Menschheit, über die Menschen, über ihre Probleme, wie nie in meinem ganzen Leben zuvor. Nie. Also das war so eine Kompression von allem, was es gibt. Ja? Wenn ihr auf einer Line arbeitet, der Vorteil ist, ihr braucht nicht rund um die Uhr da arbeiten, sondern ihr loggt euch da ein, wenn ihr halt Zeit habt. Also bei mir war das dann so, ich habe meine normale Vertriebstätigkeit immer und immer mehr gekürzt und habe immer mehr und mehr auf der Line gearbeitet. Da könnt ihr abends arbeiten, da könnt ihr Wochenende arbeiten, da könnt ihr nachts arbeiten, ihr könnt rund um die Uhr arbeiten und tatsächlich, da rufen auch viele Leute nachts an. Ja? Also nachts, wenn sie nicht schlafen können, wenn die Probleme hochkommen, ja, dann ruft man halt dann bei seinem Berater oder seiner Beraterin auf der Line an, wenn die on ist. Gut. Jetzt habt ihr schon gesehen, ich hatte da ein sehr aufregendes Leben, normale Arbeit, dann war ich alleinerziehend, dann hatte ich die Line-Arbeit und habe nebenher noch meine normale Tätigkeit als Beraterin, also meine private Tätigkeit als Beraterin, mein eigenes Unternehmen aufgebaut, weil das habe ich auch gemerkt, ich kann nicht mein Leben lang Line-Arbeiter sein. Also das habe ich auch dann ziemlich schnell gemerkt, es hat mir zwar sehr viel Freude gemacht und ich habe auch sehr viel gelernt, aber auf Dauer immer so auf Knopfdruck irgendwas ausspucken sollen, ja, das war sehr, sehr anstrengend. Und das ging dann einige Jahre lang so und dann irgendwann mal kam der mutigste Schritt. Ich habe mich ganz getrennt von meiner normalen Erwerbstätigkeit und bin in die Vollselbstständigkeit gegangen. Also ich hatte ja dann meine eigene Praxis, ich hatte die Leinarbeit und trotzdem war das der mutigste Schritt, weil das kennt ihr alle, die ihr irgendwie wechseln wollt, ja, in die Selbstständigkeit. Wenn ihr selbstständig seid, keine Arbeitslosenversicherung, keine Rentenansprüche, kein Urlaubsgeld, kein sicherer Job. Also damit müsst ihr euch auseinandersetzen, da müsst ihr wirklich sehr mutig sein und sagen, okay, ich bin bereit, das zu tun. Ich meine, ich wusste ja schon, ich habe so und so viel Einnahmen durch die Laien, ich habe auf jeden Fall so und so viel Einnahmen durch die normale Praxis, die ich hatte. Aber natürlich sitzt immer die Angst dabei, ja, und wenn es morgen nicht mehr so ist, und was machst du, wenn du länger krank bist? Und was machst du, wenn niemand mehr anruft? Und was machst du, keine Ahnung, ja? Und das war schon
Also das war schon mit einem lachenden und einem weinenden Auge und ich musste wirklich unheimlich viel Mut zusammennehmen, um das zu tun, habe dann aber auch mit diesem Sprung nochmal viel bei mir verändert. Ich habe mir zum Beispiel eine Online-Marketing-Agentur gegönnt, die meine Website so aufgebaut hat, dass sie auch auf Google gefunden wird. Ja? Also ich habe einfach Geld in die Hand genommen. Dann habe ich zum Beispiel wirklich tatsächlich einen Hypnose-Coach beauftragt, rauszufinden, warum ich mir dann so viel Angst um das Geld mache. Ja? Und dann kam dann interessanterweise raus, dass ich die erste in unserer Familie bin, vor allem die erste Frau, die sich das selbstständig macht. Ja? Und dass sozusagen die Ahnen außen rumstehen und sagen, ja, um Gottes Willen, was macht das Mädel? Bloß nicht, das reicht doch, wenn Mädchen irgendwie Geld verdienen. Das Wichtigste sind doch Kinder und Haushalt und sonst was. Und das ist ja ganz gefährlich, Selbstständigkeit, lass es bloß sein. Also ich hatte so aus meinem Familiensystem so ein Irrglaube, so ein Glaubenssatz, dass mir das gar nicht zusteht und dass man als Frau ja gar nicht so viel verdienen muss, ja? Okay? Gut, also, ich habe auch noch andere Aktionen unternommen, um sozusagen marketingtechnisch besser aufgestellt zu sein und muss auch sagen, das hat Erfolg gehabt, ja? Also, gleichzeitig habe ich aber immer weiterhin versucht, Ausbildungen zu machen. Und das würde ich euch auch extrem raten. Bildet euch immer weiter. Ihr lernt nie aus in dem Gebiet. Ihr lernt nie aus über die Menschen, nie über die Seele. Heute zum Beispiel mache ich ganz viele Kurse. Also ich belege die selber nicht, ich mache sie, ich gebe sie nicht, sondern ich besuche Kurse, wo es um Bewusstseinserweiterung geht, wo es um Seele geht, um Karma, um Dharma. Warum sind wir hier? Wie sind die großen Zusammenhänge? Das sehe ich heute natürlich auch ganz anders als mit 20, ist ja Logo, ja. Ich bin jetzt 60 Jahre alt, da wird alles ganz, ganz anders. Und ich würde euch raten, also bildet euch weiter und seid mutig. Ihr müsst aber diese Schwelle, was ich euch erzählt habe, ihr müsst immer einen Preis bezahlen, ja. Also ihr könnt nicht gleichzeitig sagen, ich will selbstständig sein und aber trotzdem dann, ja, aber ich hätte auch gerne noch den Vorteil von einer staatlichen Versorgung oder dass mein Mann auch sagt, ja, ja, das finde ich toll oder sonst was. Es gibt bei jedem einen Widerstand. Bei jedem gibt es, also bei mir war es halt der Widerstand, oh Gott, hoffentlich schaffe ich das alles und hoffentlich verdiene ich genügend Geld, ja. Aber es kann ja auch sein, dass euer Umfeld einen Widerstand bietet, dass der Ehemann zum Beispiel sagt dir, also hör mal zu, Schnecke, ist ja ganz recht, wenn du normal arbeitest, aber jetzt da so einen spirituellen Firlefanz kannst als Hobby machen, aber bitte nicht als Hauptberuf, weil man weiß ja gar nicht, ob du dann so viel Geld verdienst und so viel einbringst wie bislang. Okay? Das ist also praktisch eine Hürde, da müsst ihr dann mutig sein. Ich kann euch nur sagen, wie ich es gemacht habe. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr mir eure Erfahrungen sagt oder mir sagt, wo ihr denn eigentlich steht, weil hier kann ich euch bestimmt auch weiterhelfen, sagen, guck mal dahin oder dahin oder dahin. Also zum Kartenberater, um das zu werden, nochmal. Da braucht man erstmal in dem Strom geboren sein, aber das seid ihr. Das seid ihr hundertprozentig alles und ich würde ja einen Film drüber anschauen, wie funktioniert das Gehirn eines Zebrafisch oder sonst irgendwas. Ja, ihr interessiert euch ja für solche Themen. Dann müsst ihr gucken, ist euer Platz sozusagen in diesem Hobbybereich, ja, oder in diesem Semi-Bereich, wo ihr zum Beispiel auf der Line arbeitet und einen normalen Job habt, oder ist euer Platz, dass ihr wirklich hauptberuflich das macht? Das kann ich nicht entscheiden, das müsst ihr selber wissen und das merkt ihr auch von innen raus. Da kommt so dieser Drang, aber ich will dahin, ja, und ihr werdet mit den anderen Dingen unzufrieden, die ihr macht, und dann seid mutig und geht den Schritt weiter. So viel zu meiner persönlichen Erfahrung. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bitte euch, schreibt mir bitte in die Kommentare, was ihr dazu denkt und was ihr für Fragen habt. Und vielleicht hinterlasst ihr ein Abo und vielleicht diesen Like, diesen berühmten. Danke für eure Aufmerksamkeit.